Grumpel, Nuri, der Rabe, Orks. Was machen die Orks mit einer Heizkette? Wahrscheinlich Kriegsbeute. Solange die Orks da hocken, bleibe ich besser hier unten. Mein Arm ist zu kurz. Ja, natürlich. Outbound geht nichts. Nein, was soll... Keine Ahnung. Ich probiere einfach. Nein. Korka, Hakulzach, Groch, Jurahil, Knack, Tairach. Ich glaube, hier kann ich nichts mehr machen. Ich habe hier einen Kiefer, ich habe hier ein Schild, Box, ich habe... Ich will lieber gar nicht wissen, was da wurzelt. Solange die Orks da hocken, bleibe ich besser hier unten. Ich muss irgendwo die Orks loswerden. Aber ich habe keine Ahnung, wie. So, wir haben den Schädel, das bringt ihn irgendwie aus dem Rhythmus und das macht ihn wahrscheinlich irgendwie wütend. Vielleicht schmeißt er ihn dann irgendwann runter, ich habe keine Ahnung. Wir haben hier lauter rauchende Schalen, wir haben hier ein orkisches Kriegshorn, das wir nicht abmachen können, weil er hier noch sitzt. Wir haben da vorne eine Statue mit dem Kriegsgott. Wir haben hier Pfeifenkraut, an das ich nicht rankomme. Kann ich das aufschneiden und dann in den Futtertrog? Dieser Köter ist im Weg. Wenn er wach wird, ist alles aus. Kann ich den Futtertrog als Maulkorb benutzen? Wenn er wach wird, ist alles aus. Verdammt. Das bringt... Ja. Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll. Futterbeutel da oben hinschmeißen. Irgendwie. Ach was? Ja, ich bin verzweifelt. Nein. Oh Mann, ja. Ich bin echt verzweifelt. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Das trinke ich lieber selbst. Ich kann es hier sauber machen, viel aber es bringt nichts. Das... Viel sauberer ist das morgen jetzt auch nicht. Keine Zeit für... Kann ich... Ich kugel nicht. Kugel nicht ohne Grund. Roter Stein. Das geht so nicht. Das bringt nichts. Kann ich mit dem Messer? Das kann ich nicht zerstückeln. Oh Mann, ich muss so irgendwas machen können. Das gibt's doch gar nicht. Jede andere Fähigkeit wäre nützlicher. Ich probiere hier einfach nur rum. Es muss doch hier irgendwas geben. Habe ich hier wieder irgendwas übersehen? Fließendes Wasser, verrotteter Baum. Das ist wieder eine Aussicht. Kann ich einen Abgrund runterklettern mit dem Seil? Blöde Ideen, aber wie gehen die Ideen aus? Ich habe echt keine Ahnung, was ich hier noch machen soll. Wenn er wach wird. Ja, wenn er wach wird, ist alles aus. Bricht nicht in zwei. Warum beherrsche ich keinen Feuer? Keine Ahnung. Das lässt sich. Lässt sich nicht der Deckmann trommeln. Der ist schon gespalten. Wenn ich ihn wegnehme, ist wieder die normale Ding drin. Der normale Rhythmus. Ach nein. Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll. Ich habe eine Decke. Nein. Wenn ich die Decke hier auf den Köter lege, bleibt er dann schlafen? Wenn er wach wird, ist alles... Natürlich. Unsinn. Ja, ist alles Unsinn, ich weiß. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Das bringt... Alter, das gibt's doch gar nicht. Haben die nicht vielleicht doch noch eine Idee hier hinten? Es kann doch gar nicht sein, dass es hier keine Ideen gibt. Dass es hier nicht weitergeht. Dass ich das. Nuri! Sie streiten sich darum, wen Tyra. Was? Ja. Das ist schön und so. Mehr lauschen. Jetzt drehen sie sich nur noch im Kreis. Die erzählen nichts Neues mehr. Ja, das war klar. Ach, ich mach das schon. Alles wird gut. Lauschen. Super. Das bringt mir aber nichts. So eine Scheiße. Was ist das eigentlich? Ach so, wenn ich meine Übersetzung richtig deute, warten die Schwarzpolster auf ein Zeichen ihres Blutgottes.
Ah ja, genau. Wir sind unterdessen da. Hier haben wir angefangen bei Andragas und jetzt sind wir da. Na gut, ein Zeichen hier aus Blutgott ist. Ja, das wissen wir ja schon. Mir fällt dazu. Ja, mir auch nicht. Außer, dass ich hier eben den Schädel reintun kann, aber du, ich weiß nicht, was mir das genau bringen soll. Das Getropfe ist noch zu leise. Alter, das gibt's doch gar nicht. Ich bräuchte irgendwie so eine Schale oder sowas. Hier ist Pfeifenkraut oder was? Kann ich das Pfeifenkraut in den gespaltenen? Das bin ja auch nicht. Das müsste ich dann hier irgendwie. Wenn ich das Pfeifenkraut hätte, könnte ich das dann in die Lücke hier oben reintun und dann anbrennen und dann raucht der aus dem Mund? Ich habe keine Ahnung. Dann müsste ich ja erstmal den blöden Hund da wegkriegen. Und wie kriege ich den blöden Hund da weg? Kann ich ihn aufschlitzen? Der reißt mich in Stücke. Ja, das dachte ich mir. Ich drehe mich hier im Kreis. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Er tanzt zum Rhythmus der Trommel. Vielleicht nimmt er so mit seinem Gott Kontakt auf. Er ist wohl nicht ganz takt, das hat ihn auch. Ich könnte versuchen, ihn von hinten zu erschlagen. Aber das würde der Schamane sofort mitbekommen. Ja, da liegt das Problem. Und da kann ich immer noch nicht dran, ne? Das ist. Ja. Aber ich will kein Risiko eingehen, solange der Ork da sitzt. Der muss da irgendwie weg. Und wie kriege ich ihn da weg? Keine Ahnung. Kann ich ihn irgendwie... Ich bin etwas ideenlos. Ja, ich bin etwas ideenlos. Das kannst du laut sagen. Ich glaube, da kann meine Gedanken lesen. Das verbrenne ich nicht. Okay, blöde Idee. Ich mache hier nicht, solange der Trommler da sitzt. Oh, meine Güte. Wozu ein Feuer? Um ihn zu vertreiben. Ich habe keine Ahnung. Der gebe ein schönes Windlicht ab. Oder ein Grablicht. Ja, ich hab's verstanden. Du machst kein Feuer, solange da noch irgendwie ein Ork ist. Ich hab's kapiert. Ich hab das Gefühl, das mit dem Seil war ein Fehler. Ich hab echt das Gefühl, das mit dem Seil war ein Fehler. Prokor Harkulzach. Ich probiere es einmal. Mein Arm ist zu kurz. Doch, deine Arme sind immer zu kurz. Oberkiefer, Ork, Schild, Halskette, Gerümpel. Hier ist nichts. Der Rabe hat auch nichts mehr. Ne? Das ist alles scheiße hier. Warte mal, eben was irgendwas. Für den Moment sind sie immer weiß, die Orks. Dieser Fluch hat auch Grenzen. Irgendwann wird. Kann ich irgendwas separieren? Ich weiß nicht was, aber. Ich muss doch irgendwas mit dem Pony tun können, oder? Ich will jetzt auch nicht in der Lösung gucken. Aber ich sitze hier jetzt schon irgendwie seit mehreren. Ja, ich hab keine Uhr. Aber es wird mindestens 10 Minuten, oder? Jetzt, was das hat, so keinen Sinn. Ich gucke jetzt nach. Ich will keine Lösung gucken, benutzen, aber ich muss jetzt. Also. Es geht nicht anders. Es tut mir echt leid. So, speichern. 27.09.2016, 20 Uhr früh. Jo, und dann sehen wir uns in der nächsten Aufnahme von Sazinavs Auge. Sazinavs Ketten. Ich komme hier nicht weiter. Das ist echt scheiße. Bis gleich. So, da sind wir wieder zurück in Sazinavs Ketten. Ich habe in der Lösung nachgeguckt. Schande über mein Haupt. Aber ich bin einfach nicht mehr weitergekommen. Und
die Lösung ist. Also ich habe nicht komplett geguckt, was man machen muss, aber alles eines, was ich sofort übersehen habe, war... Ich muss erstmal den Schädel holen. Denn der muss noch gar nicht hier rein. Erst muss ich noch was anderes mit dem machen. Zwei Dinge habe ich hier nämlich übersehen. Weiter habe ich gar nicht geguckt. Das ist mir nur aufgefallen, sofort, als ich die Lösung gesehen habe. Und zwar kann Nuri mit ihrem Zauber den Schädel reparieren. Jetzt klingt er laut und hohl, wenn man gegen die Schädeldecke klopft. Darauf muss man erstmal kommen, ne? Das macht ja Sinn. Dass ein Wassertropfen auf den Schädel prallt und der dann hohl klingt. Von dem Wassertropfen. So ein Schwachsinn, ganz ehrlich. Also für mich macht es mehr Sinn, wenn ein Wassertropfen in den Schädel rein. Ja, ist egal. So. Und der Oberkiefer? Ich komme nicht ran. Außerdem würden mich die Orks entdecken. Ja, uns schon, aber den Raben nicht. Sag mal. Wenn denn das jetzt für uns machen. Genau. Der Rabe kann nämlich den Oberkiefer für uns holen. Siehst du dort den Kieferknochen am Pfahl? Und? Du musst ihn für mich holen. Wieso ich? Du bist ein Vogel. Flatter, flatter. Ich bin doch keine Aaskrähe. Ich bitte dich darum. Bitte. Nein. Bitte, bitte. Ich kenne dieses Spiel. Es endet mit 1000 Bitte, bitte, bitte. Und meine Antwort? Nein. Für Nuri? Na gut. Und da liegt er auf dem Boden. Zupi. So, den können wir aufheben. Wozu genau wir den Futtertrog? Aber hat die Orks kaum interessiert. Ja. Wozu wir den Futtertrog jetzt brauchen, weiß ich nicht, aber das ist alles, was ich gelesen habe, dass man den Schädel reparieren lassen kann und dass man den Oberkiefer vom Raben holen lassen kann. Also im Grunde alles, was man hier in dem Bildschirm machen kann. So, ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster, also ich nehme es jetzt mal an und sage, dass wenn man den reparierten Schädel hier drauflegt, dann klingt der hohl und man kann ihn, also den Trommler, mehr ablenken oder aus dem Takt bringen. Wollen wir doch mal sehen. So. Was ist da jetzt los? Torog ein Morka! Kuschachreigeroi! Urkmol! Okay, der Trommler. Geht rüber. Geh drag nach Knach Teirach. Zogach Kuroch Rechteirach. Rika Zolochai. Horok Sharas Brakarai. Al Aikar Barzorak. Ro Yarkach Kesara. Juroch Dura Gorshoi. Tor Teirach Yusha Obrach. Dusum Drasa. Reiko Knach. Takai Karka. Takai Karka. Takai Karka. Takai Karka. Gut, die unterhalten sich jetzt und ich kann mir, wo ist denn das Messer? Da. Ich kann mir das Kriegshorn holen. So geht's. Genau. Gut. Was ich auch noch machen kann, ist wohl wahrscheinlich den hier. Dem Tier möchte ich nicht lebendig begegnen. Ans Seil binden. Vielleicht war es ein Fehler, das zu zerschneiden. Oder auch nicht. Das ist toll. Vielleicht gibt es verschiedene Möglichkeiten, darüber zu kommen. Wahrscheinlich hätten wir den jetzt als, ich habe keine Ahnung, so orkisches Kriegshorn. Jetzt muss ich es nur vor Nuri verbergen. Warum? Sonst bleiben wir nicht lange unentdeckt. Ach so, weil sie reinblasen würde. Ja, okay. Gut. So. Vielleicht gibt es mehrere Möglichkeiten. Weil... Man kann wohl auch den Oberkiefer ans Seil binden und dann hat man einen Wurfhaken. Aber ich bin jetzt auch so rübergekommen. Gut, oder kann ich den einfach so dranhauen? Nee, ne? Wäre kein schlechter Wurfhaken. Vielleicht lässt sich der Baum irgendwie umknicken. Ja, bräuchte ich nur ein Seil. Ich habe es zerschnitten. Weiß ich nicht, ob... Natürlich nicht. Jo, okay. Orgisches Kriegshorn. Kann ich das da rein? Ja, tatsächlich. Gut.
Nee, ich will reinblasen oder so. Das geht nicht. Feuerstein? Ich spiele schon zu oft mit dem Feuer. Das Horn sitzt fest im Kiefer. Gut. Ich nehme an, jetzt bräuchte ich Pfeifenkraut oder sowas in der Art. Kann ich es mit Wasser füllen? Bringt das was? Das ist noch zu wenig Wasser. Frisches Bergquellwasser. Ich müsste irgendwie... Hoffentlich. Ich sehe es jetzt schon. Ich müsste irgendwie den verrotteten Baum da runterbringen. Aber wie mache ich das denn jetzt? Normalerweise wahrscheinlich mit Oberkiefer und Seil und dann als Wurfhaken runterziehen. Aber das kann ich ja jetzt nicht machen. Ich habe es ja jetzt zerschnitten. Es muss also auch irgendwie anders gehen. Hoffe ich. Hoffe ich zumindest. Kann ich einen roten Stein da reinlegen? Das geht. Der Stein passt genau in das Horn. Und jetzt, wenn Wasser durchlaufen würde, würde hier rotes Wasser rauskommen. Das sieht dann aus wie Blut. Und dadurch haben wir dann das Blutritual gestartet oder vollendet oder sonst irgendwas, nehme ich an. Das ist noch zu wenig Wasser. Das bleibt besser trocken. Das ist doof. Kann ich ihn verbrennen? Wozu ein Feuer? Keine Ahnung, ich will es einfach nur kaputt machen. Zerbricht nicht. Verdammt. Wurfhaken. Wäre kein schlechter Wurfhaken. Ja. Vielleicht lässt sich der Baum irgendwie umknicken. Aber ich habe das Seil zerschnitten. Muss ich jetzt einen Spielstand neu Vielleicht laden? Hätte ich es doch nicht zerschneiden sollen. Bitte nicht. Kann ich... Oh, Moment. Natürlich. Moment. Ja, ich hab's verstanden. Ja, ihr seid beide doof. Ja, ich hab's verstanden. So. Zurück zu Nuri. Und dann zu ihr sagen, sie soll bitte das Seil reparieren. Geht das? Tatsache. Gut. Dann gehen wir da wieder hoch. Und Seil mit Oberkiefer. Ein Wurfhaken. Dachte ich mir. Und dann ist ja eigentlich gar nicht so schwer, wenn man die richtigen Sachen findet, wenn man die Items hat. Das ist das größte Problem, wenn man die Items übersieht. Guck, jetzt fließt da Wasser rein. Genau, es wird rot. Jetzt speit der Götze Blut. Maro! Oh, Taika! Nur Teirach! Knapp Teirach! Inroch Taika! Mol Azeki! Mol Kul Knach! Usa! Och! Maruko Kastrotak! War das jetzt gut oder war das schlecht? Ich weiß es nicht. Ich fürchte, das ist ein Blutfest ganz nach dem Geschmack der Orks. Jetzt speit der Götze Blut. Das ist bestimmt voll geil. Jetzt will ich von der Ferne aussehen. Das ist echt geil. Teirach, Rakaikor, Ti Uska Taika, Hortaka, Halku Sharas Blagdarei, Halku Aika, Blasorak, Taika Garach, Solochai, Solochai, Alkatach, Alkatach. Jetzt habe ich nur das Problem, dass der Hund war. Ein solcher Orkhund hat Ritter und seinem. Ja. In so einem Säckchen hat Gwer. Wie kriege ich jetzt den Hund weg? Muss ich den überhaupt wegkriegen? Ich meine, wahrscheinlich nicht. Gut, ich gehe da mal. Die Orks sind weg. Geschafft. Kommen wir endlich zum Roten See? Folgt mir unauffällig. Dann war das mit dem Pfeifenkraut wahrscheinlich einfach vollkommen egal. Bist einer, der nicht schnell aufgibt, was? Ja, so einer bin ich.